Ah, da ist die Anzeige wieder. Wie viel steckst du ein? Ach, jetzt ist mein. Es ist aber meine Dings weg. Egal, ich kann es ja noch sehen, irgendwie. Hier irgendwo. War ja schon da, da ist die Map ja jetzt aufgedeckt. Ich bräuchte noch eine Taube. Nee, doch. While catching birds, you can also obtain feathers. And with the right processing, these feathers can be used for various purposes. The processing method is simpler than you might think. Open your inventory and look for the trimming tab. There, you can process the feathers to obtain refined feathers. Soll ich einfach mal trimmen? Ich trimme jetzt einfach mal. If you build a birdhouse, birds will come to visit. And the eggs laid by the visiting birds can be a good source of food. If you carefully approach the birdhouse when a bird is laying eggs and hunt it, you won't need to chase flying birds anymore. It's a really efficient survival strategy, isn't it? Absolut. So. Jetzt bringen wir erstmal das hier zu Ende. Ich denke, ich werde auch die komplette Mine hier ausräumen, wenn ich schon die Möglichkeit habe. Entschuldigung. Ich arbeite mich mal von hinten nach vorne durch. Scheiße. Wie viel könnt ihr eigentlich schlucken, hä? Uiuiui, was? Was war das eben so ein komischer Leck? Ach komm, scheiß drauf, so viel werde ich sowieso nicht tragen können. Wir gucken uns hier mal ein bisschen um. Oh, ich sollte vielleicht mal was essen. Fahren Sie fort mit der Quest in der Mine. Okay. Stopp, erst muss ich was essen. Das kriege ich ein Problem. Now, let's process that ore into ingot. The aluminum ingots you produce will be essential materials for crafting various items. Okay. Aber das ist jetzt nicht das Ding. Achso, ich soll Sperlingsfedern trimmeln. Trimmeln. Okay, lass mal das. Warte mal, das ist, glaube ich, herstellen gewesen.
Nee. Das war eine Tussi. Kann ja dann nur sie hier sein. Das ist ja die Einzige. Ja, toll, dann muss ich das aber erstmal herstellen. Ich habe so das dumpfe Gefühl. Weil die Quest in der Mine, was soll das für eine Quest sein? Egal, wir werden es wahrscheinlich safe noch rausfinden. Ich baue jetzt erstmal den ganzen Krempel ab. Dann gehen wir erstmal wieder nach Hause und machen uns mal an diese ganze Questgeschichte ran. Was ich ja eigentlich schon längst vorhatte, aber hey. Ich war etwas abgelenkt. Oh, ich suche aber hier nochmal die Dings durch. Vielleicht finde ich ja einen Schraubenschlüssel. Ach nee, Quatsch, ich wollte ja mal schnell. Nee, weißt du was? Ich google jetzt mal schnell. Das Problem ist halt eben, dass das Update noch so neu ist, dass man das wahrscheinlich nichts finden werde. Ach komm, scheiß drauf. Das ist Zeitverschwendung. Nein, Entschuldigung. Was ist hier drin? Muni, nehmen wir. Ups. Oh, da oben ist noch was. Das sieht nach Fahrzeugteilen aus. Oh, da sind One drin, das ist saugut. Dann können wir nämlich. Oh, fuck, warte mal. Ja, Entschuldigung. Dann auf dem Nachhauseweg nochmal beim Bauernhof halt machen und da Zeugs kaufen. Genauso wie. Aua! Vielleicht können wir noch an einem, so einem Essenskiosk vorbei, wo man den Scheiß kaufen kann. Da gibt es ja noch so diverse Sachen. Aua! Schauen, was wir hier noch finden. Okay, leck mich. Immer noch weiter. Okay. Abgefahren. Ich schätze, das ist dann dieses andere von wegen Quest in der Mine und so weiter und so fort. Gut, okay, dann würde ich jetzt tatsächlich sagen, mache ich jetzt. Ich knall mir jetzt noch das Inventar hier voll. Und dann machen wir uns auf den Heimweg. Gucken, was wir noch unterwegs für Kaufmöglichkeiten finden von dem, was wir benötigen, was wir da noch machen sollen. Ne, weil ich glaube, das hat wenig Sinn, wenn ich jetzt hier einfach wild drauf losmache.
Es wird eh für irgendeine Quest relevant, also lassen wir das. Ups. Was kann ich denn hier mal rausschmeißen? Mutiertes... Achso, das denn. Der macht Schaden? Ein Messer aus Hasenfuß. Jetzt wird's aber richtig wild. Wir kämpfen mit dem Hasenfuß. Hier, riech mal. Ich kann nicht mehr. ja. Aber der Schaden ist schon ordentlich, ne? Aber irgendwie habe ich das Gefühl, das ist mit dem Haken verbunden. Das stellen wir dann zu Hause fest. Ich wollte jetzt nicht schneller zu Hause sein, als mir lieb ist. Ich will gucken, was ich mittendrin noch erledigen kann. Hier müsste irgendwo noch ein Bauernhof sein. So, und da wären wir wieder zurück. Ja, ich habe einen Dachschaden. I know. Abschreckende Beispiele und so. Ich glaube nicht, dass es was bringt, aber hey, was soll's. Das war eine seltsame Idee. I know. Warum bin ich auf einmal so nah? So. Bescheuert, aber ich find's witzig. Jo, Köpfe auf die Mauer und so. So, den großen kann ich leider hier noch nicht ausstellen, weil der braucht dafür so einen großen... Befestigungsteil, wie auch immer. Es geht jetzt aktuell für mich nur die kleinen und die mittleren. Also der hier, das sind halt eben die schweren. Und das sind die kleinen. Ja, ist okay, ich weiß, ich weiß. So, ich habe mir in der Zwischenzeit was überlegt. Und zwar, ich meine, es fehlen ja noch diverse, na, wie soll ich sagen, Tables, wo man eigentlich noch bauen kann, aber aktuell irgendwie nicht. Deswegen werde ich mich jetzt hier an die Questreihe der Herstellung kleben. So die Theorie. Also machen wir das jetzt erstmal stur durch. Ich will endlich diesen scheiß Schraubenschlüssel haben. Ich brauche den. Ich will den. So, da war das. Ein Holzschild herstellen. Erledigt. Weiter? Wie nix. Okay, das ist belastend. Hier geht's nicht weiter. Hamburger und Antibiotikum kaufen. Okay, komm, machen wir schnell. Wir rennen mal schnell in die Stadt. Nehmen alle Ones mit, die wir... Hey, got some money? Ever thought about setting up an electrical system at the base? You can buy the necessary materials with money. Of course, saving money is important. But if you just keep saving without spending, you might end up like Scrooge one day. Uh-huh. It's good to be frugal. But don't forget to invest where it's needed. So, was wolltest du mir damit sagen? Ah, okay. Eisenwarenhandlung. Oh, da! Da ist er! Scheiße, wo ist hier eine... Wo ist hier Eisenwaren? Nein, ich komme, ich eile. Help me. Ich habe den Schraubenschlüssel gefunden. Aber das kann ja... Hier muss doch was in der Stadt sein. Hallo, Jungs. Gleich gucken gehen. Wo ist denn so ein scheiß Eisen? Ach, Kacke. Ich habe so eine dumme Befürchtung. Also, das muss hier in der Stadt sein. Was anderes fällt mir dazu gar nicht ein. Ansonsten wäre immer noch die Mall.
eine Möglichkeit, aber die ist auf der anderen Seite der Insel. Da kommen wir jetzt aktuell nicht wirklich hin. Eisenwaren, Eisenwaren, wo zur Hölle ist Eisenwaren? Grrrrt. Ich glaube, ich gebe es auf. Also hier ist wirklich nur so essensmäßig das Zeug da. Hallo, Füchsin. Wow, 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 wow. Entschuldigung. Arschkrampe. Ich habe mir jetzt mal das Industriegebiet gemarkert. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher, ob es da diese Läden gibt, so diese Kioskteile. Bin ich mir gerade echt nicht sicher, aber hey. Wir haben noch 4 Ingame-Stunden Zeit. Und dann schauen wir einfach mal. Und dann sehen wir mal weiter. Und wenn das ja erledigt ist, und dann kann ich das mit der Herstellung, also vergessen jetzt eher nicht. Aber also die, ich würde schon gern versuchen, bevor die Storyline zu Ende geht, sage ich mal, dass ich wirklich alle von den Quests von den anderen Chaoten da auch erledigt habe. Ja, genau. Wäre halt eben schon geil. Das Ding ist direkt vor der Haustür, ne? Ich sag's ja nur. Aber trotzdem müssen wir bei Herstellung weitergehen, weil wir... Obwohl... Der eine Typ, der hat ja jetzt gerade einen Vortrag gehalten von wegen Strom und so Zeugs, ne? Ja, glaubt man. Ja, das ist Eisenwaren. Das ist Eisenwaren. Und warum gibt es ja keine Schraubenschlüssel? Bin ich beleidigt. Mein Scheiß Ernst. Ich muss zur Polizei zurück. Och Mann. Ey, das nervt mich jetzt. Warum? Warum gibt es hier keinen Schraubenschlüssel? Boah, leck mich doch. Och, Manno. Stopp. Was leuchtet denn da? Ach so. Jo. Ey, das kotzt mich jetzt an. Warum gibt's das hier nicht? Ach man, ihr seid doch kacke. Na gut. Also nochmal zur Polizei. Gut, dann weiter doch benennen. Den Queststar. Ich will den verdammten Schraubenschlüssel haben. Ich brauche den. Wie soll ich denn sonst den ganzen Elektro... Ach, obwohl. Ach, das ist doch scheiße. Das ist halt eben kacke, wenn ich dann auf einmal bei Nacht 10 bin und die Riesen kommen und ich bin am Arsch, ne? Habe ich irgendwie keinen Bock drauf. Also so gar nicht.
Geh weg, ich bin sauer. Also soll ich jetzt Getränke kaufen gehen oder was? Ja. Cola, gesunder Saft und Kaffee. Alles klar, machen wir. Ich muss immer noch Stecker und den ganzen Ich war gerade beim Eisenwarenhandel. Aber habe ich die Dinger da gesehen? Ich bin mir jetzt echt nicht sicher. Also Kaffee, Saft und Cola noch schnell kaufen. Aua, ich war noch nicht fertig. Ja, ich bin schon bei der Kirche. Katzenphysik, Zeitablauf. Ich glaube, das ist ziemlich egal. Oh, guck mal hier, der ist runtergesetzt. Nein. Erledigt. Mission complete. Immer noch Eisenwaren. Und dann aber schnell heim. Sonst wird es vielleicht ein bisschen zu eng. Ah, das kotzt mich jetzt an. Warum kriege ich da keinen Schraubenschlüssel zu kaufen? Mano. Spüre meinen Frust. Belastend. Ich glaube, die Dinger nennen sich Hardware-Shops oder so. Da kann man eigentlich auch noch mehr kaufen. Oh. Also nochmal. Ach, Kacke, hier ist ja die Mauer. Weh. Oh, Müllcontainer. Der war ja offen. Oh, okay, da komme ich nicht rüber. Scheiß die Wand an. Wo zur Hölle bin ich ja eigentlich? Toll. Ah, hier. Da oben geht's in die andere Siedlung, ja. I see, I see. Ja, ich mache mit Absicht kein Licht an, weil
Das hat für mich das Gefühl. Wie kann man das vergleichen? Wenn man im Nebel Auto fährt und macht dann Fernlicht an, dann ist das so ein Gefühl, als ob man hier gegen eine weiße Wand gucken würde. Und so geht es mir hier auch. Ach, hallo. Tschüss. Boom. Au. Du rennst ja sowieso weg, wenn du nur einen Stich kriegst, also wirklich. Ich will da auch noch eine dicke Lippe riskieren hier. Da vorne war's. Elektrischer Draht. Das gibt's hier gar nicht. Stecker und elektrischer Draht. Stecker, ja. Wollt ihr mich trollen oder was? Ach, danke. Ich schätze, ich muss mal kurz was droppen. Oder? Oder hat es nur fallen lassen, weil ich gerade angegriffen wurde? Nee, Inventar ist voll. Okay. Eine Gasmaske können wir rausschmeißen. So. So, aber elektrischer Draht, den gibt's hier gar nicht. Okay, da muss ich auch noch mal in Ruhe gucken, wo der nächste Hardware-Shop ist. Ich meine, da hätte damals jemand bei Steam so eine Art Kiosk, also generell so ein Guide veröffentlicht, wo auch die bekannten, Stände verzeichnet sind. Ansonsten helfe ich mir einfach damit, was soll ich machen? Ich kann jetzt ja nicht die ganze Zeit blind über die ganze Map rennen. Währenddessen schreitet die Zeit weiter voran und auf einmal stehen die Giants hier vor meiner Haustür. Und ich habe null Schutz. Ich meine, sie sind jetzt aktuell noch recht einfach. Man hat es da in der Wildnis gesehen, wo ich den platt gemacht habe. Aber ja, muss halt nicht sein, ne? Sorry, aber ich finde das irgendwie witzig. So richtig schön makaber. Ah. Gut. Dann werde ich mich hier jetzt rüsten. Mach vielleicht noch den ein oder anderen Blödsinn hier von dem ganzen Kram, was die hier zu tun haben. Ich will dieser mutiertes, infizierte Hasenfuß. Ey, komm. Also wenn ihr meine Ausstellung von Köpfen makaber findet, was ist das dann bitte? Frage ich nur. Mit dem Hasenfuß kämpfen. Eieiei.